Herzlich willkommen zu unserem sechsten Big Talk Digital. Jeder Schritt zählt, wie wir den inneren Schweinehund überlisten. Schön, dass Sie trotz dieses sommerlichen Wetters bei uns sind. Wahrscheinlich gehören viele von Ihnen auch zu den Menschen, die sich schwer damit tun, früh morgens um 6 mal fröhlich aufzustehen, Joggingschuhe anziehen und dann mal eben 10 Kilometer laufen. Auch ich gehöre zu dieser Sorte Mensch. Ich erwische mich immer wieder dabei, auch wenn ich Sporteinheiten geplant habe mit meiner Frau zusammen, dann habe ich gute Entschuldigungen. Ich moderiere den Big Talk, ich mache dies, ich mache jenes und schon ist die Gelegenheit vorbei. Und das, obwohl ich weiß, wie gut Bewegung für die Gesundheit ist. Ja, darum bin ich auch sehr gespannt darauf, was uns heute Frau Professorin Christine Josten rät, damit wir erfolgreich unseren inneren Schweinehund austricksen können. Ich freue mich auch, dass wir Michael Hendricks gewinnen konnten, der Sie als Moderator durch diesen Big Talk begleiten wird. Herr Hendricks, ich gehe jetzt mit einigen Schritten auf Seite und die Bühne gehört Ihnen. Vielen Dank, Markus Bäumer, den stellvertretenden Vorsitzenden der BIG Direkt Gesund, für diese warmen Worte direkt zur Eröffnung. Ich habe mal nachgeguckt und beim Thema Bewegung fällt mir als erstes dieses "Wer rastet, der rostet" ein. Eine Redewendung, die ist über 200 Jahre alt und gewinnt immer mehr an Bedeutung, gerade in der heutigen Zeit, denn wir bewegen uns viel zu wenig. Ob auf der Arbeit, beim Homeoffice, wir verharren vor dem Computer und das ist einfach nicht gut für die Gesundheit. Und darüber sprechen wir, Herr Bäumer hat es gerade schon gesagt, mit Professor Dr. Dr. Christine Josten vom Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaften an der Sporthochschule Köln. Herzlich willkommen hier beim Big Talk heute. Hallo. Und wir haben uns im Vorfeld darauf geeinigt, wir sprechen einmal, damit auch die Hörer, Zuschauer vor den Bildschirmen mitbekommen, wofür Professor Dr. Dr. denn steht. Einmal über die drei Titel und danach bleiben wir beim Du, okay? Gerne. Wo ist der Professor her? Wo kommen die beiden Doktortitel her? Gekauft? Nein, das war das Erste, was einem so in den Kopf hat. Nein, ich bin eigentlich von Haus aus Allgemeinmedizinerin, das ist der Dr. Med dahinter. Dann hatte ich die Gelegenheit, auch sportwissenschaftlich zu promovieren, habe das über Prävention im Kindes- und Jugendalter, also Übergewichtsprävention Kindes- und Jugendalter gemacht. Und aus diesen ganzen Sachen, die wir dann entwickelt haben, Prävention in Grundschulen, in Kindergärten, in Quartieren, ist der Professorentitel hergekommen. Woher kam das Interesse zu sagen, Gesundheit, Sport, da ist mein Steckenpferd? Ja, tatsächlich, das ist ganz gut so, es ist eigentlich auch eingeleitet worden, ich selber bin von Haus aus total unsportlich, also ich hatte eine 5 in Sport in der Schule, genau genommen war es immer eine 5+, ich kokettiere damit ganz gerne, aber ich sehe, wofür Sport, und vielleicht benutzen wir mehr das Wort Bewegung, weil das einladender ist, was das macht mit den Menschen, und es gibt eben, also man hat nicht nur Muskelkater, sondern man hat eben, Herr Bäumler hat es ja auch schon angesprochen, einen unglaublichen gesundheitlichen Nutzen, und den macht Bewegung mehr als jede andere Art der Medizin. Und deswegen bin ich begeisterte Sportmedizinerin. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich muss, so wurde es mir gesagt, ich darf mich heute eben nicht bewegen. Ich bin hier festgetackert an diesem Boden. Eigentlich ein bisschen konträr zu unserem Thema. Trotzdem noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis für diejenigen, die sich digital dazu geschaltet haben. Sie können sich natürlich auch aktiv beteiligen an unserer Diskussion. Es gibt den Online-Chat, wo wir Fragen bekommen von Ihnen, die werden dort eingeblendet bei uns und wir können eben darauf eingehen, auf spezifische Fragen zum Thema Sport, aber auch zum Thema Gesundheit, denn die beiden Themen liegen sehr, sehr dicht beieinander. Ich habe es gerade eingangs gesagt, wer rastet, der rostet. Bei einem Auto kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Das Auto rostet ja wirklich aufgrund der Eigenschaften. Wie ist das beim menschlichen Körper? Wir rosten ja nicht wirklich. Ja, zum Glück rosten wir tatsächlich nicht. Was wir aber schon machen, und da kommt dieser Satz tatsächlich her, dass es ein Organsystem, was nicht benutzt wird, verkümmert, sage ich mal. Jetzt wird so ein Herz dauernd benutzt, ein Hirn wird hoffentlich auch dauernd benutzt, nicht aber die Muskulatur. Und das kennt man ja auch, wenn man vielleicht, weil man das Bein gebrochen hat, auch mal eben eine längere Zeit ruhig gestellt wird, auch in Gips, wie dünn dann so ein Muskel wird. Und man muss sagen, Muskulatur ist das gesund erhaltene Organ. Das ist unser Stoffwechselorgan, das hat eine Verbindung zum Gehirn, das hat eine Verbindung zum Immunsystem, das hat eine Verbindung zum Herz-Kreislauf-System. Das heißt also, wenn wir diesen Muskel nicht benutzen, ja, verkümmert er einfach. Und das ist eben das Entscheidende, was diesem Sprichwort zugrunde liegt. Aber das Wissen alleine reicht ja nicht wirklich aus, um uns zu motivieren, zu sagen, so,
Ich habe das von Kindesbeinen an gelernt. In der Schule haben wir alle Sportunterricht. Wir beteiligen uns aktiv, haben mal die ein oder andere Sportart, die ein wenig geeigneter für uns erscheint. Aber dann irgendwann kommt dann der sogenannte innere Schweinehund und der wird immer größer. Wir können ihn nicht überwinden. Wie kommt das? Ist das genetisch so festgelegt, dass der Mensch irgendwann faul wird? Ja, ich glaube tatsächlich, wenn man sich das von der Evolution anguckt her, wir sind genetisch von aus einer Zeit gebaut, sage ich mal, wo gar nicht so viel Lebensmittel da waren, wo man viele Strecken machen musste und der Fitte überlebte da tatsächlich. Aber eigentlich sind wir vom Genom her so gemacht, friss, was du kriegen kannst und beweg dich so wenig wie möglich, damit du, wenn du nämlich von einem Feind davonlaufen musst oder Essen besorgen musst, auch genug Energie hast. Und dementsprechend ist das, haben wir sehr viel mehr Gene, die sagen, iss was, ja, dann hältst du länger und die Umwelt ist heute eben nicht mehr so. Also ich bin eben vom Hauptbahnhof hier rübergelaufen. Ich glaube, ich hatte 10 Currywurst auf der Strecke essen können und das riecht ja auch dann so lecker, ne? Und dementsprechend sind wir tatsächlich so gemacht. Und das ist nicht erst im Erwachsenenalter so, weil du gerade gesagt hast, der Schweinehund wächst dann so. Ich kenne das von Kinderuntersuchungen auch. Wenn wir Kinder fragen, und da sind wir beim Thema Wissen, was ist denn gesund? Ja, dann kommen die mit Spinat, dann kommen die mit Möhren, dann kommen die mit allem. Wenn wir die aber fragen, was möchtest du denn essen? Schnitzel. Bestenfalls Schnitzel, meistens ist es der Burger, das ist ja eine andere Generation, aber von daher ist der Sprung ins Umsetzen, das ist einfach immer schwierig. Ich glaube, das weiß tatsächlich jeder, aber was kann ich denn wirklich machen? Und genau, vielleicht kommt ja die eine oder andere Frage nochmal, welche Tricks und Tipps man da machen kann. Also da können wir ja nur einladen zu, dass mit im Chat gefragt wird. Mit Sicherheit. Wir haben ja auch gerade, du hast es angesprochen, beim Thema Kinder. In der Schule gibt es den Sportunterricht. Es gibt die Eltern, die die Kinder aktiv unterstützen und sagen, Mensch, mein Junge muss zum Fußball, meine Tochter geht zum Handball. Und trotzdem wissen wir ja nicht wirklich, was gut ist und was schlecht ist für die Kinder. Woher weiß ich denn, wie viel Sport für mich gerecht ist oder wie viel Aktivität sein muss, damit ich mein Kind vielleicht, bleiben wir noch mal kurz bei den Kindern, eben nicht verschrecke, weil dann irgendwann die Aufgabe so sehr wächst. Ich habe so diese Eiskunstläufer, die jeden Tag aufs Eis müssen, gedrillt werden, gedehnt werden, dass das Kind eigentlich nur noch ein Leben auf dem Eis hat. Da kann ich mir vorstellen, dass dann auch irgendwann Sport zu einem Hassobjekt wird. Das ist jetzt eine ganz komplexe Frage, weil das ist sicherlich auch nochmal eine wirklich ganz spezifische Sportart. Und ich habe eine kleine Schwester gehabt, ich habe sie immer noch, aber die macht nicht mehr Leistungssport, Eiskunstlauf, ich kenne das also und dachte damals ähnlich. Die hat trotzdem was mitgenommen aus diesem Leistungssport, nämlich ich kann wieder aufstehen. Und das ist was, also auch wenn ich mal gefallen bin und wenn es um Punkte geht. Und das ist übrigens so ein Nebeneffekt von Sport, dass man sich eben auch präsentieren lernen kann und auch mal, wenn der Misserfolg da ist. Aber am wichtigsten ist eigentlich, um bei dieser Idee, wie viel ist denn gut und wie viel ist sinnvoll. Ich glaube, für Eltern ist es unendlich wichtig, Vorbildfunktion zu haben. Das heißt, als Eltern, denen es wichtig ist, dass das Kind Sport treibt, werden das von klein auf mitnehmen, das Kind. Werden, was weiß ich, draußen spielen, Radtouren machen, auf dem Spielplatz zusammengehen, dann irgendwann in den Verein anmelden, weil das tut ja kein Kindergartenkind. Das sagt nicht, hurra, ich will Fußball spielen, sondern das ist darauf angewiesen, dass eben der Papa oder die Mama das dann auch hinbringt und eventuell am Fußballrand steht und mitbrüllt. Ich glaube, die Verschreckungssituation haben wir eigentlich weniger. Wir haben mehr die verführerischen Alternativen, die da heißen Handy, iPad und solche Sachen. Wo trifft man seine Freunde? Also ich habe 4 Kinder und meine Kinder sitzen auf dem Sofa und kommunizieren mit Gott und der Welt über digitale Medien, aber nicht mehr miteinander so richtig. Ne? Also ich glaube, das ist eher die Konkurrenz, als dass es vielleicht verschrecken könnte. Ist denn Sport wirklich ein Erziehungsaspekt, dass ich sagen kann, pauschal, die sportlichen Eltern haben auch gleichzeitig die sportlichen Kinder? Also was wir tatsächlich wissen, das ist altes Wissen auch schon, das sehen wir in vielen, gerade in diesen nicht übertragbaren Erkrankungen, dass das Bildungsniveau einen Einfluss hat. Das heißt also, ich kenne das eben aus der Arbeit vom sozialen Brennpunkt und das ist dann auch nicht böse. Ne? Das klingt manchmal so ein bisschen despektierlich, aber manchmal gibt es, das hat man in der Pandemie auch gesehen, ganz andere existenzielle Probleme, wo man sich, weiß Gott, nicht mehr um Bewegung kümmern kann. Ne? Oder es gibt vielleicht auch keine Umgebungsbedingungen, die Spielplätze, die manchmal zum Teil marode aussehen. Also das ist eine Rolle und dementsprechend ist es aber eher so, dass jemand, der eher einen höheren Bildungsabschluss hat, sich auch eher mit Gesundheit auseinandersetzt, als mit einem geringeren Bildungsabschluss. Deswegen sind wir ja sehr dafür, dass es früh in alle Schulformen einzieht, damit egal, wie das häusliche, familiäre Umfeld, das Quartier aussieht, damit Kinder, Jugendliche von Anfang an eben rangeführt werden an das Thema Gesundheit. Warum kommt uns dann der Sport immer wie ein großer Berg vor, den wir erklimmen müssen, den wir überwinden müssen? Ist das rein
eine psychische Geschichte, dass wir da wirklich sagen, nee, komm, wir machen uns da selber zu viele Gedanken im Vorfeld, anstatt zu sagen, ach, weißt du was, ich gehe zum Sport. Also Kinder würden tatsächlich genau das machen. Kinder lernen über Bewegung. Das ist es ja, wenn man Kinder, ich sag mal, laufen lässt. Und wir haben in den Kinderbewegungsempfehlungen, die durfte ich mitgestalten, auch drinstehen, dass gerade Kinder im Kleinstkindalter so viel Bewegung haben wie möglich und so wenig wie möglich gebremst werden. Es geht natürlich um sichere Umgebungsbedingungen, Steckdosen, Kanten und solche Sachen, aber dass es um viel Machen geht. Und wenn man das anguckt, haben Kinder eben diesen natürlichen Bewegungsdrang, den haben wir leider kognitiv so ein bisschen verloren, weil mit der Schulzeit fängt das Sitzen an, da sitzt man eben mehr, als dass man sich bewegt, dann fängt auch tatsächlich dann an, das Übergewicht zu steigen, das sieht man quasi ein bisschen, also nicht Schule macht dick, das meine ich damit nicht, aber die Sitzzeit nimmt einfach nochmal zu. Und dann ist die Frage, wie bewerten wir das heute? Wir sind ja heute eher in einer sehr leistungsorientierten Gesellschaft und wenn man das in Schule anguckt, das wird vielleicht der ein oder andere, der am Bildschirm sitzt, auch mitkriegen. Was fällt als erstes aus? Das ist der Sportunterricht, das ist der Kunstunterricht und wichtig sind die akademischen Fächer. Ja? Und dass aber auch körperliche Aktivität, Sport dazu beitragen kann, dass man in diesen akademischen Fächern besser wird. Ja? Das ist vielleicht ein wichtiges Wissen, was man immer und immer wieder sagen sollte. Das ist eine der positiven Nebenwirkungen von Sport. Sind wir irgendwann ein Volk der übergewichtigen Denker und das wäre ja auch wahrscheinlich dabei. Nein, das wollen woher weiß ich denn, wie viel Bewegung schon für mich ausreicht oder wie viel Bewegung hat denn überhaupt schon Auswirkungen auf den Körper? Ich kenne das von mir, ich habe eine Fitnessuhr und die sagt mir so, steh mal auf, du sitzt viel zu lange. Dann mache ich das tatsächlich, stelle mich hin und dann werde ich dann gelobt und irgendwann bekomme ich auch den Hinweis, ja, du hast dein Ziel für heute erreicht. Aber eigentlich weiß ich doch gar nicht, was mein Ziel ist. Also wenn du das schaffst, das Ziel zu erreichen, dann würde ich jetzt hier, wenn ich mich mehr bewegen würde, die Laola machen. Das ist natürlich total toll. Die Frage ist halt, was ist genau das Ziel? Das stimmt. Und wir haben in der Sportmedizin da eine klitzekleine Unschärfe. Also wir reden von mindestens 30 bis 60 Minuten moderater Aktivität pro Tag, die so in der allgemeinen Bevölkerung erreicht werden sollte. Und damit Sie auch draußen eine Vorstellung bekommen, was bedeutet denn moderat? Moderat heißt ein bisschen in Schwitzen kommen, ein bisschen außer Puste kommen. Das ist eigentlich so die Klassifikation für moderat. Und wenn man dolle in Schwitzen kommt und dolle außer Puste kommt, dann reichen eigentlich 25 bis 50 Minuten dreimal in der Woche. Also 300 Minuten moderat, 150 Minuten in der Woche intensiv. Das sind so die, aber keiner steht ja genau mit der Uhr da. Wichtiger ist, glaube ich, vielleicht den Einstieg zu wählen über die Schritte. Ja, man kann ja wunderbar, also wenn man nicht gerade seine Schrittzähler schüttelt und dann sollte man eher mit beiden Händen schütteln, dann ist man wenigstens dabei nicht. Aber wenn man nicht seine Schritte erschüttelt, dann wäre es erstmal so, gucken Sie mal vielleicht auf Ihre Fitnessuhr oder auf Ihr Handy, wie viele Schritte Sie gemacht haben und dann überlegen Sie sich, wie viel möchte ich denn mehr machen? Und das Ziel ist dann ja immer diese 10.000 Schritte. Es gibt Gründe, warum man 10.000 gesagt hat, aber die sind eigentlich ganz gut. Und jede 1.000 Schritte, die Sie mehr machen, 2.000 Schritte, die Sie mehr schaffen, also das sind so 10 Minuten Gehzeit für 1.000 Schritte, also 20 Minuten, 10 Minuten mehr, bringt was im Kontext Diabetesprävention, aber auch Diabeteseinstellung, Bluthochdruck, Tumorerkrankung. Also Sie können eigentlich alle Zivilisationskrankheiten da draußen angehen mit 10, 20 Minuten mehr Gehzeit am Tag. Ja. Das bedeutet aber auch aus deiner Schilderung, dass diese Steigerung schon vorhanden sein muss. Also es reicht nicht zu sagen, so, ich habe mich jetzt einmal auf diese 10.000 Schritte eingeschossen und die mache ich jetzt und die mache ich mein Leben lang und das reicht völlig aus. Doch, wenn du die 10.000 knackst, dann auf jeden Fall, weil wenn man das nochmal im Dreisatz umrechnet, was bei dieser Hitze echt schwer ist, dann sind 10 Minuten Gehzeit 1.000 Schritte, 10.000 Schritte sind 100 Minuten Bewegungszeit im Alltag. Und das zu erreichen ist wirklich viel, weil wir dann doch mehr sitzen. Und es gibt ja heute diese schöne Schlagzeile, Sitzen ist das neue Rauchen, dass wir vielleicht über diese Schritte eher bewusst werden, dass wir so kleine Bewegungspausen einlegen. Und vielleicht, weil das auch so anklang, was ist denn richtig oder falsch? Diese klitzekleinen Bewegungspausen über den Alltag sind auch schon richtig. Wenn man schon auf die Fit-Uhr guckt und sagt, hurra, ich habe es geschafft, dann bist du eigentlich nicht mein Patient. Es gibt aber bestimmt auch den umgekehrten Fall, zumindest kann ich mir das vorstellen, dass man sich halt zu sehr motivieren lässt und sich selbst überschätzt und dann irgendwann vielleicht auch ein wenig zu viel Sport in eine Richtung macht. Ich kann mir das auch gut vorstellen, gerade bei den Temperaturen wie heute, 30 Grad, da ist der Körper nicht so belastbar wie an anderen Tagen. Also es gibt die Leute, es gibt ja auch so ein Problem, wir nennen das die Sportsucht, das ist sehr selten, also von den Süchten, wenn ich mir eine aussuchen dürfte, wäre das die ich am angenehmsten finde, aber die Sportsucht, das gibt es
ist tatsächlich schon auch, prozentual ist das aber deutlich weniger. Also die Sofasitzer sind doch in der übergroßen Zahl dagegen. Was du angesprochen hast, ist aber natürlich auch wichtig, bei solchen Temperaturen, was tut man? Und wir haben definitiv das Problem Klima und gerade im Kontext chronischer Erkrankung, umso wichtiger ist es halt zu gucken, wann bringe ich denn den Sport unter? Und eigentlich empfiehlt sich bei so einem Wetter, entweder dann doch, gerne genommen morgens um 6, die Uhrzeiten entsprechend zu wählen oder vielleicht dann, wenn es wieder abkühlt. Also von daher sollte man bei so einer Temperatur sollte man nicht Sport machen. Also wirklich Sport im Sinne von intensivem Sport, weil es einfach für den Kreislauf viel zu belastend ist. Auch Ozon spielt dann manchmal eine Rolle. Also lieber in die etwas kühleren Uhrzeiten gehen oder in ein klimatisiertes Studio. Ich habe das ja tatsächlich mal festgestellt, dass das funktioniert, wenn man sich den Wecker eine halbe Stunde früher stellt, dann ist man zwar in dem Moment müde und möchte sich am liebsten umdrehen, aber wenn ich dann eine halbe Stunde laufen gehe, bin ich danach fit, entspannt, ich gehe den Tag ganz anders an und ertappe mich dann dabei, dass ich im Gegensatz zu sonst, wo ich vielleicht auf die Uhr schaue und sage, Mensch, du musst dich jetzt beeilen, plötzlich 20 Minuten Zeit gewonnen habe, weil der Körper schon viel fitter ist als an anderen Stellen. Das ist durchaus was ich mir auch gut vorstellen kann, wenn man... Ich bin Schönwetterläufer, wenn das Wetter mitmacht, wenn das Wetter warm ist, wenn es nicht schneit, wenn es nicht regnet, dann ist das genau mein Ding. Ich finde ja auch immer, der Sport, es kommt ja darauf an, was wir machen. Natürlich geht es um Laufen bei mir in direkter Form, aber es reicht ja schon vielleicht der Spaziergang. Wir haben es eingangs erwähnt mit den Schritten. Viele haben sich gerade in der Corona-Zeit auch einen Hund zugelegt. Und bei dem Hund kann ich eben nicht sagen, ich lege mich jetzt wieder hin, sieh zu, wie du vor die Tür kommst. Ist das auch schon aus medizinischer Sicht Sport, mit dem Hund spazieren zu gehen? Also wir würden es jetzt vielleicht nicht als Sport, weil Sport ist wirklich definiert mit dem Leistungsgedanken dahinter. Aber es fällt unter diesen großen Begriff der körperlichen Aktivität Bewegung. Wenn natürlich der Hund mit dem Bauch über den Boden schleift, hat man irgendwas falsch gemacht, sage ich mal. Aber der vom Grundprinzip her, ich habe selber so einen klitzekleinen Hund, hatte ich auch tatsächlich schon vor der Pandemie, der ist schon 4 Jahre alt. Und ich gehe ganz tapfer jeden Morgen um 6 Uhr mit dem Hund eine Stunde, ich nenne das, weil ich ja nicht so sportlich bin, hoppeln. Das ist so meine Übersetzung von Jong. Ich bin aber total unleidlich und nicht ertragbar, wenn ich das nicht gehabt habe, weil ich sortiere mich da. Und das werden Sie alle, die draußen, meistens hören uns ja viele Leute zu, die schon mal irgendwie eine positive Erfahrung mit dem Sport gemacht haben. Aber dann werden Sie das ja auch bestätigen. Es geht uns einfach besser. Also unabhängig davon, wie gesagt, dass meine Kinder hinterher sagen, ich bin noch netter. Aber wenn ich das nicht habe, habe ich irgendwie so das Gefühl, mir fehlt eben auch was. Und das ist ja das, was wir gerne erreichen wollen. Mit welcher Sportart auch immer oder Bewegungsform auch immer, Yoga, Tai Chi, es gibt total tolle, ich meine, das Portfolio der BIG ist ja riesig, auch wo man einfach mal sagen kann, ich probiere das einfach mal für mich aus und teste da rein, ist das nicht was für mich? Und es geht einem wirklich besser. Und ich glaube, das ist das Wichtige, was wir vermitteln müssen, dass wir nicht nur immer kognitiv sagen, oh, das ist super für mein Herz-Kreislauf-System. Ist es auch, es ist super fürs Immunsystem. Aber ich glaube, am schönsten ist es für das eigene, okay, mir geht's gut damit. Und dann ist auch die Uhr egaler. Ist denn grundsätzlich jede Sportart, die ich mir aussuche, die mir Spaß macht, geeignet für die körperliche Fitness, dass ich sage, gut, meine Frau kann ich jagen damit, wenn ich sage, ich möchte jetzt eine Runde laufen gehen, hast du nicht Lust mitzukommen? Nee. Dann fahre ich Fahrrad, da kommt sie vielleicht schon eher mit. Schwimmen war immer ihr Ding. Ist das wichtig, dass ich etwas finde, was mir persönlich auch liegt? Also im Grunde genommen ist es wie bei Anziehsachen. Also wir würden doch alle nichts anziehen, was uns nicht gefällt. Wir würden keine Schuhe kaufen, die uns nicht gefallen und dies und das. Ich habe jetzt mal einen Artikel geschrieben, dass Sport so ein bisschen ist wie Spinat. Also man muss es einfach mal probieren oder man muss das Rezept austauschen oder wie auch immer. Und wenn man Spinat nicht mag, dann nimmt man eben irgendein anderes Gemüse. Und es gibt eigentlich tatsächlich keine falsche Sportart. Wir als Ärztinnen und Ärzte sind dafür da, zu gucken, dass unser Patient auch überlebt, sage ich mal. Deswegen sind wir für die Sportvorsorgeuntersuchungen. Die werden ja eben auch gut mit unterstützt von der BIG. Das ist auch ganz, ganz sinnvoll, dass man eben sagt, okay, ich habe vielleicht das und das Risiko, ich bin jemand, habe einen Bluthochdruck oder ich habe in der Familie plötzlich einen Todesfall gehabt, Herztod gehabt, dass wir dann als Ärztinnen und Ärzte gucken. Und wenn irgendwas sein sollte, dann kann man die Sportart auch entsprechend anpassen. Ich sagte ja, ich arbeite mit übergewichtigen Kindern und wir haben Kinder, die zum Teil 150 Kilo schwer sind und das auf einen wachsenden Organismus, da muss ich natürlich schon gucken, wie ist das mit der Gelenkbelastung. Ne? Aber wir können eigentlich jede Sportart, und das ist das Gute an geführten Kursen, so anpassen, dass sie eben dem Patienten nützt und nicht schadet. Ich kenne auch ganz viele Freunde, die gesagt haben, ach, ich habe mit dem Sport einfach mal angefangen, ich bin laufen gegangen, bleiben wir bei den Bildern, Radfahren, habe ich für mich entdeckt.
Trotzdem gibt es ja meistens das, ich nenne es mal das falsche Ziel. Wenn ich sage, ich möchte Sport machen, dann schaue ich wahrscheinlich morgens an mir herunter und stelle fest, oh, da sind 2 Kilo zu viel. Die wenigsten werden ja aus heutiger Sicht Sport einfach angehen, weil sie sagen, ach, ich habe Angst, dass ich im Alter körperliche Beschwerden habe. Dabei ist das ein wichtiger Aspekt, denn dann, wenn ich an mir runtergucke und feststelle, ich müsste Sport machen, ist es ja wahrscheinlich schon zu spät oder zumindest ist es schon spät. Ja, zu spät, weiß ich nicht. Da sind wir nochmal. Ich darf vielleicht eine Turnübung für Sie draußen machen. Ich kann ja nicht viel an Sport, aber ich mache Ihnen eine Sache vor, die Sie zu Hause bitte mitmachen. Verschränken Sie mal die Arme so. Er macht es auch mit. Sehen Sie, wir können das jetzt so. Oh, Corona-unkonform. Richtig so. Das ist unser gewohnter Lebensstil. Pizza, Fanta, Cola, Kölsch, würde ich jetzt sagen, als Kölnerin. Ne? Hier würde man wahrscheinlich was anderes trinken. Pilz. Und wir kommen immer so klug daher und sagen, jetzt ändert mal den Lebensstil. Das, was du auch gesagt hast mit den 2 Kilo. Drehen Sie mal die Arme einfach um. Der kann das fast. Ne? Das kann. Ich weiß nicht, ob Sie das gut können oder nicht. Wir machen es nochmal langsam. Einfach Arme so, habe ich auch noch nie vor der Kamera vorgeturnt. Ist auch was Neues. Also das ist Ihr gewohnter Lebensstil. Und dann winken Sie mal mit der Hand, die oben ist, damit Sie wissen, Orientierung im Raum. Legen die unter den Arm, ziehen den Arm außen rum und legen die Hand jetzt so rum. Und das ist genau andersrum. Ich habe noch eine Übung, falls es nicht geklappt sein soll. Aber es fühlt sich so ungewohnt an. Und dementsprechend ist so, wenn wir sagen, er kann es auch nicht, aber wenn wir sagen, dass wir wollen unseren Lebensstil ändern, dann braucht es einfach Zeit. Und wenn wir es gewohnt sind, so zu machen, dann werden wir immer sowas machen. Wenn wir unter Stress sind, fallen wir immer ins Gewohnte um. Und es gibt diese Überlegung, man kann das auch eben wie gefaltete Hände machen, so nach so, dann werden Sie auch draußen nochmal feststellen, wie ungewohnt das ist. Und wie gesagt, dafür ist den Einstieg niedrig zu wählen und zu sagen, ich könnte das ja mal ausprobieren, weil es mir gut tut. Da hat derjenige, der natürlich von klein auf das gewohnt ist zu tun, einen ganz anderen Zugang dann dazu. Da macht mir meine Tochter auch gerade was vor. Die kommt mit ihren Fingern an und sagt, guck mal, kannst du das auch, Papa? Dreht die Finger und ich kann das nicht nachmachen, obwohl ich das weiß, wie es geht. Der Kopf will irgendeine andere Bewegung durchführen. Ja, das kenne ich. Es ist ja auch meistens so, dann, wenn ich beim Sport anfange, etwas zu bewegen, etwas anders zu machen, wir sind dann am Anfang motiviert und laufen dann vielleicht Strecken, bei denen wir wieder zurück müssen, wenn wir nicht im Kreis laufen und stellen dann irgendwann auf der Hälfte fest, hui, ich laufe jetzt lieber, also ich gehe jetzt lieber, weil mein Körper das nicht mitmacht. Woher weiß ich denn, was so meine richtige Pulsfrequenz ist beim Laufen beispielsweise oder beim Gehen? Wie viel Anstrengung ist gut für meinen Körper? Also das eine wäre halt, dass man es feststellt, nochmal im Rahmen von sportärztlichen Untersuchungen. Das ist ganz cool, weil man dann eben auch ableiten kann, was ist die optimale Herzfrequenz dahinter. Und ich hatte ja vorhin ganz kurz mal angerissen, diese Idee moderat und intensiv. Und was man sehr platt sagen kann, ist, je niedriger intensiv ich mich bewege, umso höher ist mein Anteil der Fettverbrennung. Das ist natürlich absolut betrachtet ein bisschen weniger, weil wenn ich nicht viel Kalorien verbrauche, kann ich 90% Fettverbrennung haben, aber 90% von 50 Kalorien ist was anderes als von intensiv 50% von intensiven 500 verbrauchen. Aber das könnte man eben so anlegen, dass man sagt, ich mache es so laufen, ohne zu schnaufen. Das wäre eine gute Machart. Und da ab und zu mal einen Gang schneller einlegen, das ginge so. Oder man kann, wenn man aber keine Medikamente nimmt, wie ein Beta-Blocker, das sind Medikamente, die auch die Herzfrequenz senken, dann könnte man theoretisch hingehen und sagen, 180 Herzfrequenz minus Lebensalter. Das ist auch so ein ganz guter Marker. Sinnvoll ist aber vielleicht, das eher besser abzuklären, was ist genau nicht so eine Pauschalgröße, sondern das eben eher im Rahmen von sportmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen als Gesamtpaket abzuklären. Also bin ich gesund, darf ich das? Ja, vielleicht auch noch ein paar Tipps zu kriegen. Was darf man dann? Und dann eben tatsächlich dabei auch die Herzfrequenz prüfen lassen und angeben. Ganz wichtig ist ja auch, die BIC fördert solche medizinischen Gesundheitschecks, übernimmt sogar einen Teil der Kosten. Trotzdem muss ich ja erstmal den Weg zum Mediziner finden. Manche Fitnessstudios bieten so einen Eingangscheck an. Ich habe allerdings noch keinen Eingangscheck erlebt, wo ich dann wirklich hinterher großartig schlauer war, außer was meine Bewegung angeht oder was den Puls angeht. Wo finde ich da Anlaufstellen? Wie kann ich da am besten sagen, so, ich gehe jetzt zu einem Sportmediziner, ich rufe da jetzt an, mache mir einen Termin, genauso wie beim Hals-Nasen-Ohrenarzt? Also ich würde Ihnen raten, auf den Seiten der BIC sich anzumelden, da einfach mal nachzugucken, wo kann ich denn hin, weil wird man hingeleitet. Und sonst kann man eben auch immer nochmal, also man kann bei der Kasse sozusagen dann auch nachfragen entsprechend. Man kann aber auch nochmal gucken, wer hat denn die Zusatzbezeichnung Weiterbildung Sportmedizin. Das ist eine Zusatzqualifikation, das haben viele Orthopäden, das haben aber auch eben viele internistische Hausärzte und viele Kardiologen. Also von daher könnte man sich eben auch an dem,
beim Hausarzt auch nochmal nachfragen, wo gehe ich denn da entsprechend hin. Ne? Ich würde aber ehrlich gesagt Ihnen immer raten, fragen Sie nochmal nach bei Ihrer Krankenkasse, also bei der BIC in dem Fall, wer ist denn da für Sie geeignet? Ne? Weil wir haben da auch so Hitlisten dahinter. Aus gesundheitlichen Gründen, abgesehen davon, dass ich dann hinterher weiß, wo ich meine körperliche Fitness einzuordnen habe. Warum sind die aus medizinischer Sicht vielleicht noch wichtig, um Probleme offenzulegen, über die ich gar nicht Bescheid wusste im Vorfeld? Also das eine ist ja, wenn wir uns mehr belasten, gerade wenn wir, was weiß ich, Laufen hast du angesprochen, Laufen, wenn ich sehr schwer bin beispielsweise, also ich hatte das ja als Beispiel, das übergewichtige Kind, dann ist es doch vielleicht eben für die Kniegelenke manchmal gar nicht so gut. Und Schmerzen sind einer der Hauptgründe und gesundheitliche Einschränkungen, nicht Sport zu treiben. Und da eben mal zu besprechen, was ist denn richtig für mich? Das lernt man in der sportmedizinischen Weiterbildung da auch. Und dass man eben einmal adäquat auf den Bewegungsapparat guckt, darf ich das denn überhaupt, was ich da so mache? Das zweite ist aber eben auch vor allen Dingen Belastungs-EKG zu machen. Und das ist ja ein EKG-Fahrradergometer, dass Sie eben da sich wirklich ausbelassen. Und das kann ich Ihnen draußen nur raten. Gehen Sie nicht, wenn die Zeit um ist oder Sie ein bisschen schwitzen, ne? Sondern belasten Sie sich da wirklich aus. Es sei denn, jemand sagt Ihnen, Sie dürfen das nicht, weil wir als Ärztinnen und Ärzte wollen wissen, wie sieht Ihr Blutdruck unter Belastung aus? Wir wollen wissen, wie sieht Ihr EKG unter Belastung aus? Kriegen Sie Rhythmusstörungen oder bekommen Sie keine? Und das sind eben die fatalen Ereignisse, die ja passieren. Also wir hatten das ja während der EM letztes Jahr. Das schlimme Beispiel war ja Eriksen, der da Glück hatte, dass jemand reanimieren konnte. Und das sind Fälle, die sind Gott sei Dank sehr, sehr selten, aber die wollen wir mit sowas ausschließen, weil am Bewegungsapparat, das macht Autsch. Das Herz, wenn das flimmert, dann ist es fatal. Und dafür sind diese Untersuchungen da. Dann kommen wir doch mal ganz kurz zwischendurch einmal zu einer Frage aus dem Chat. Nochmal der Hinweis, Sie können zu Hause vor dem Bildschirm uns Fragen stellen im Chat, uns Fragen schicken. Und Günther fragt gerade, bei mir wurde im vorigen September Prostatakrebs mit Metastasierung im Bauchraum, Lunge und Knochen diagnostiziert. Daneben Dexamethason wegen der Knochenmetastasen und Oxycodon wegen der Schmerzen und Luftnot. Durch die Medikamente bin ich gut eingestellt und mein Alltagsbefinden hat sich wesentlich gebessert. Eine erste Physiotherapie zur WS-Stärkung und allgemeinen Muskelaufbau habe ich gut überstanden und werde demnächst eine zweite anschließen. Jetzt die Frage, was kann, darf ich daneben an Angeboten der BIC nutzen, um neben den oben genannten Bedingungen auch etwas für meine Gesundheit zu tun? Also Günther schreibt, ey, ich hätte an Nordic Walking gedacht, was er früher schon öfters gemacht hätte. Also für Günther, ich hoffe, dass Sie auch mitzuhören. Danke für Ihre Frage. Erstmal ist es sensationell, dass Sie das machen, weil gerade im Kontext Tumorerkrankungen spielt Sport eine ganz wichtige Rolle bei der Lebensqualität. Das ist antidepressiv, das entängstigt. Das ist auch das, was man irgendwie so manchmal im Rahmen von Tumorerkrankungen erlebe ich das oft, wo man sagt, okay, das kann ich auch selber beitragen. Ich kann mich adäquat ernähren und solche Sachen. Und wichtig ist aber gerade beim Vorliegen von Knochenmetastasen, dass das eben mit dem behandelnden Onkologen oder Urologen, ich weiß nicht, bei wem er da ist, dass sie das eben auch abklären, was dürfen sie, ne, ohne Gefährdung. Aber da ist eigentlich Nordic Walking genau eher richtig, weil das eine eher niedrigintensive Belastung ist, die sehr gleichmäßig sein kann, die den ganzen Körper betrifft, einen hohen Immuneffekt dadurch auch hat, was ja auch nochmal gerade positiv ist, ohne das Immunsystem zu überfordern. Also ehrlich gesagt, Günther, ich hoffe, wie gesagt, Sie hören zu und verzeihen Sie, dass ich Günther sage, aber so sind Sie vorgestellt worden. Das ist toll, dass Sie das machen und da kann ich Ihnen nur raten, nutzen Sie das Angebot der BIC, machen Sie Nordic Walking und nehmen Sie Leute mit, ja, dass es eben noch mehr werden. Sport, da müssen wir einmal nochmal ganz kurz drüber sprechen. Und nicht falsch verstehen, ich bewundere jeden, der schafft, sich aufzuraffen, Sport zu treiben. Nordic Walking war ein Trend, ist immer noch oft gesehen, gerade im Bergischen Land sehen wir die Walker mit ihren Stöcken. Eine Zeit lang gab es hier auch in den Wäldern in Dortmund eine richtige Nordic Walking Schwemme. Ich habe das ehrlich gesagt selten verstanden, welchen Einsatz die Arme da haben bei dem ganzen Bewegungsapparat. Denn ob ich jetzt so Stöcke in der Hand habe oder nicht, was passiert da mit dem Körper oder was macht das mit mir? Also ich mache es nicht vor, weil ich das nicht kann und ich kann dir das nur raten, du hast es auch noch nicht gemacht, nein, so richtig, siehst du, da merkt man das. Also ein Kandidat, der auch in dem Big, Günther, den nehmen Sie mit, bitte, zu dem Nordic Walking Kurs, damit er auch weiß, was er machen kann. Ich habe tatsächlich auch einmal aus Versehen Nordic Walking gemacht und hatte Muskelkater in den Armen, wo ich dachte, was ist das denn? Ich schwitze nicht und kriege Muskelkater in den Armen, fand ich dann schon so ein bisschen merkwürdig. Aber wenn man es richtig macht, sagen
sagen die, die es können, nicht so wie ich, die nur drüber sprechen, dass man einen geführten Armeinsatz auch hat und dass genau dieses Geführte, und dass man es auch korrekt führt, und dafür sind die Kurse da, dass man es auch adäquat lernt und nicht meint, ich kann mit Stöcken hampeln, wie ich möchte, dass man dadurch weniger Schulterprobleme hat, aber auch die Schulter aktiv mit benutzt und mit einsetzt. Und das macht man scheinbar ein bisschen mehr als nur, sage ich mal, beim Walken. Ich selber mit meinem Hoppeln tue mich auch immer schwer, wenn ich so Slalom durch Nordic Walker laufen muss, ne? Und die quatschen ja dann auch immer alle. Aber es ist wirklich eine tolle Sportart und es ist Gott sei Dank auch nicht mehr nur eine reine Frauensportart, sondern ich freue mich, dass eben auch Männer das machen, weil es ein guter Einstieg ist. Also Nordic Walking, die Stöcke beim Nordic Walking haben jetzt nichts damit zu tun. Wie beim Skifahren, die Stöcke, die ich zwar dabei habe, wenn ich mal die Kurve etwas enger nehmen muss. Also da geht es schon wirklich um aktives Einbringen. Genau. Und ich hatte Muskelkater. Ja. Mach mal. Ich frage mich, wenn der Muskelkater hinterher kommt, das ist ja auch gut, da sehe ich, dass ich Sport getrieben habe, dass das was gebracht hat für den Körper. Also man muss es ja nicht übertreiben mit dem Muskelkater, dass ich mich eine Woche nicht bewegen kann. Da könnte ich auch noch das aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist mir mal passiert, ich konnte mich eine Woche nicht bewegen. Trotzdem die Frage, wenn ich weiß, ich habe Beschwerden, meinetwegen im Knie oder am Rücken, wie kann ich denn trotzdem trainieren, ohne zu sagen, nee, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, weil ich eben vorbelastet bin. Also wenn ich habe ja vorhin gesagt, es gibt eigentlich keine Krankheit, die nicht vor Sport, also in der Prävention hilft Sport vor allen Krankheiten, in der Therapie ist es auch sinnvoll. Das Einzige, wo wir sagen, wo man nicht Sport machen soll, ist was Akutes. Also reden wir jetzt zum Beispiel bei Kniebeschwerden oder bei Wirbelsäulenbeschwerden oder auch bei einem akuten Infekt, das müssen wir ja in den Pandemiezeiten leider eben außer, reden wir eben über einen akuten respiratorischen Infekt oder solche Dinge. Das ist der einzige Moment, wo wir sagen, da ist es auch wirklich Ruhe, bis jemand einem sagt, du darfst das jetzt wieder. Wenn das aber chronische Kniebeschwerden sind, und das ist schon wichtig für Sie vielleicht auch nochmal draußen zu wissen, Sie können mit 1000 Schritten mehr Kniebeschwerden weniger machen. Das ist ganz schwierig zu verstehen, weil man ja eigentlich beim Gehen eher das Knie dann auch belastet. Aber da einfach nochmal zu gucken, Günther hatte das ja eben auch als Beispiel, ich habe Physiotherapie gemacht, dass man sich so vielleicht anleiten lässt. Und was auch total gut ist, wenn man gerade im unteren Bewegungsapparat Beschwerden hat, dass man vielleicht so Theraband-Übungen macht. Ne? Also dass man so Gummiband mit diesen elastischen Gummibändern, auch da gibt es ja tolle Anleitungen dazu. Ich wollte immer ein Buch schreiben, fit durch Fernsehen, ne? Dass man sich eben vor den Fernseher setzt und dann dabei eben tatsächlich auch die Gummibänder zieht und zerrt. Und das heißt, man kann eben auch Bewegungsformen wählen, die vielleicht so ein belastetes Gelenk eher in Ruhe lassen. Oder man kann es eben auch durch mehr Muskulatur entlasten, weil das Gelenk dadurch ein bisschen, das ist bei Knien so, wenn man Fahrrad fährt beispielsweise, dann wird das Knie durch mehr Muskulatur auch ein bisschen entlastet. Auch wenn der Arzt wahrscheinlich sagt, das ist mein Leben, das ist mein Job, komm vorbei, wenn du Schmerzen hast, muss ich wahrscheinlich nicht für jedes Wehwehchen direkt zum Sportmediziner rennen. Woher weiß ich denn, du hast es gerade erwähnt, jeder Schritt mehr wirkt den Knieschmerzen entgegen. Das ist etwas, was ich selber festgestellt habe, wenn ich joggen gehe und vielleicht wochenlang wegen Urlaub, wegen Faulheit nicht gelaufen bin, dann merke ich nach 5, 6 Kilometern schon mal leichte Knieprobleme. Und wenn ich 2 Tage später wieder laufen gehe, dann merke ich die Knieprobleme vielleicht erst bei 7 Kilometern. Und ich weiß, okay, da passiert was, je öfter ich trainieren würde. Also Sie hören draußen, er ist deutlich sportlicher als ich. Ne? Bei 5 Kilometern, bei 7 Kilometern, gleich käme wahrscheinlich 10 Kilometer. Aber vielleicht noch mal so als kleiner Tipp. Was in der Literatur wissenschaftlich sehr hin und her diskutiert wird, ist das Dehnen. Und wovon ich selber ein Fan bin, was ich bei meiner Hoppelei auch gemerkt habe, ist, dass ich, wenn ich immer wieder aufs Dehnen achte hinterher, ja, auf so ein adäquates Dehnen, dann wird das auch weniger, ne? Weil man eben, ist ja auch logisch von der Spannung her, die in einem Muskel herrscht bei Sport, dass man dann nochmal diese Spannung nochmal rausnimmt beim Dehnen sozusagen. Und das sind alles so Anleitungen, die lernt man ja gerade in Kursen. Und die Kurse sind ja dafür da, nicht, dass sie den Sport bei Ihnen ersetzen, sondern Ihnen eine Idee geben, was Sie eben dann machen könnten, ne? Und Dehnen hinterher, das wäre dann kommen die 15, 20 Kilometer, Michael. Da sind wir aber jetzt genau an dem Punkt, wenn ich mich schon aufgerafft habe, wenn ich schon gelaufen bin, wenn ich nach Hause komme und denke mir, so, ich habe es geschafft. Und dann mich selber noch aufzuraffen, mich zu dehnen. Da kommt vielleicht gerade auch eine passende Frage aus dem Chat. Christiane fragt nämlich, was hilft mir, mich selbst zu motivieren? Oh, Christiane, das ist eine schwierige Frage. Schade, dass Sie jetzt nicht hier sind. Also was bei Frauen häufig, also erstens kann man nochmal überlegen, wozu haben Sie Lust? Ja, was hat Ihnen vielleicht zu Schulzeiten gefallen? Was mögen Sie? Was
was Kindern gut gefällt, Frauen gut gefällt, ist Bewegung mit Musik. Also das Aerobic, Zumba oder einfach auch Stöpsel in die Ohren und vielleicht dann einfach mal losmarschieren. Und dann einfach ein Stück weit, ich hatte das vorhin ja schon bei den Kindern gesagt, mal in sich reinhören. Wir sind, wie gesagt, so leistungsorientiert, dass man in 5, 7, 10 Kilometern denkt. Aber einfach zu, wie geht's mir denn danach? Und das ist, glaube ich, der wichtigste Motivator, dass man das Gefühl hat, ich tue was Gutes für mich und ich fühle mich dann auch gut. Ja? Und Christiane, dementsprechend kann ich Ihnen nur raten, probieren Sie einfach vieles aus, wo Sie sagen, okay, das könnte zu mir passen. Und testen Sie einfach mal vielleicht die Angebote. Und man weiß heute zum Beispiel von Yoga und Tai Chi, dass das genauso gut ist bei der Blutdrucksenkung oder bei der Zuckersenkung wie Laufen, Schwimmen, Radfahren, was ja als Ausdauersportarten immer gerne kolportiert wird. Und das ist vielleicht eine Sache, die ich heute auch gerne hier nochmal wiederholen möchte. Wir haben ganz oft vielleicht draußen die falschen Botschaften. Es geht nicht um mehr Laufen und mehr Schwimmen und mehr Radfahren, sondern es geht so ein Stück weit um Machen. Und dann eben die Körperwahrnehmung dabei schulen, dass es einem tatsächlich gut tut. Und dann findet man auch den Weg rein. Vielleicht schreiben Sie uns nochmal, Christiane, ob Ihnen das schon mal ein bisschen weiterhilft oder was Sie gerne noch immer ausprobieren wollten. Aber ich hoffe, dass das schon mal eine Idee für Sie war. Aber das ist auch ja mit Tanzen. Wir sind früher in die Clubs gegangen. Wir haben natürlich mit Corona alle davon Abstand genommen, haben verlernt, vielleicht auch rauszugehen. Ist das was, was ihr im medizinischen Bereich auch feststellt, dass wir Bewegungsmuffel geworden sind, weil wir einfach Selbstverständlichkeiten wie jetzt das Tanzen im Club oder das Miteinandertreffen irgendwo hineilen, weil man zu spät ist, dass das nachgelassen hat? Also die Pandemie hat definitiv das verstärkt. Das war vorher schon ein Problem, das muss man sagen. Und ich habe noch nie erlebt, das war tatsächlich ein positives Erlebnis aus der Pandemie, dass plötzlich ein Fitnessstudio in den Tagesthemen gezeigt wurde. Wann hatten wir das jemals gedacht, dass solche Dinge kommen. Das heißt, dieses Thema Bewegung und die Wichtigkeit dahinter auch bei Kindern und Jugendlichen ist sehr viel mehr ins Bewusstsein gerückt. Was man aber datentechnisch gesehen hat, gerade im ersten Lockdown, dass die tägliche Schrittzahl, international ist das geprüft worden, um ungefähr 1500 Schritte abgenommen hat. Wenn wir von 10.000 ausgehen, sind wir bei 15%. Das heißt, mit anderen Worten, ist es deutlich runtergegangen. Wir haben aber tatsächlich auch selber gesehen, es ist ein bisschen kamelförmig. Das heißt, die eine Hälfte ist auf dem Sofa geblieben, die andere Hälfte gesagt, jetzt tue ich erst recht was, jetzt probiere ich auch mal was aus. Und diese Idee der Online-Angebote hat ja auch mal das Potpourri noch mal ganz erweitert, dass man vielleicht sich das Fitnessstudio sozusagen nach Hause holen kann. Und ich persönlich, ich habe mal einen Yogakurs geschenkt bekommen, es war furchtbar. Und aber das vielleicht noch mal auszuprobieren, zu Hause im geschützten Rahmen, wo mich dann keiner sieht, wo ich dann doch noch mal diesen herabschauenden Hund ausprobieren kann im Schonraum. Das ist natürlich was Gutes und das haben tatsächlich auch viele Leute genutzt. Ja, das ist auch der Punkt, gerade weil wir im Lockdown auch raus durften zum Sport, haben sich viele den Sport gesucht. Trotzdem ist ja auch beim Sport es so, ich kenne das aus dem Fitnessstudio, wenn es darum geht, Muskelaufbau, Muskeln irgendwann zu stellen, dicke Arme zu bekommen, da wo alle Jungs gerade sagen, guck mal hier, ich war im Fitnessstudio, siehst du das? Bevor ich Muskeln stärken kann, muss ich natürlich auch erstmal Muskeln haben. Und gerade wenn ich vielleicht lange Zeit eben nichts gemacht habe, du hast es eingangs erwähnt, wer zu Hause im Bett liegt, schrumpft, was die Muskulatur angeht. Was ist denn da der richtige Weg, die Muskulatur erst einmal wieder auf ein gewisses Maß aufzubauen? Das ist eine super Frage. Das ist eine super Frage. Und zwar geht's, wir haben nie Muskeln. Und auch das, was beim Krafttraining erreicht werden kann, ist nach oben hin gedeckelt. Also mit dem normalen Krafttraining schafft man Muskelzuwachs von 1 bis 2 Kilo im Jahr etwa. Ne? Weil die meisten denken, okay, ich gehe ins Fitnessstudio, ich nehme zu, das ist Muskelmasse. Leider eben häufig dann doch eben nicht. Aber was man weiß, auch das ist schon sehr altes wissenschaftliches Wissen, ist jeder Neubeginn. Wenn Sie sich jetzt durch diese Sendung heute hoffentlich motiviert fühlen, wieder was zu machen oder neu was zu machen, dann ist der höchste Zuwachs an Fitness und auch der Effekt auf den Muskel und dann auch auf die Gesundheit gerade am Anfang am höchsten. Nach hinten raus, der Leistungssport, du hattest das eben gesagt, wie viel muss ich denn da noch weitermachen? Der bleibt dann irgendwann gedeckelt. Ne? Das ist dann, also viel mehr als 10.000, 12.000 Schritte braucht man dann am Tag gar nicht machen. Aber der höchste gesundheitliche Nutzen ist gerade am Anfang und das motiviert Christiane, Sie vielleicht auch nochmal zu sagen, okay, ich fange einfach mal an und starte. Ja? Und jedes Starten macht gesund und ist auch genau der Reiz, den du meintest für die Muskulatur. Es ist ja auch, dass viele Unternehmen mittlerweile den Nutzen herausgefunden haben, erkannt haben, dass ein fitter Mitarbeiter fürs Unternehmen natürlich viel, viel mehr Wert hat, bieten eigene Kurse an, arbeiten zusammen mit Personal Trainern. Gibt es denn auch
Übungen, Bewegungen, die ich, indem ich meinen Bürostuhl einfach mal zurückschiebe, direkt im Büro für mich üben kann, machen kann, sei es Konzentrationsübungen, sei es, meine Uhr hat das neuerdings einen Aufmerksamkeitsmoment, dass ich mich wirklich konzentriere, durchatme. Das klingt ein bisschen nach Yoga, das klingt nach Namaste. Und ist da wirklich ein Effekt zu spüren oder haben die Programmierer sich der Fitnessuhren gedacht, wir müssen uns was einfallen lassen, damit die Leute wieder beschäftigt sind? Also das klingt schon nach einer tollen Uhr. Die kann wahrscheinlich auch kochen, wenn ich diese Uhr noch frage. Nein. Das soll aber massieren, vielleicht dann irgendwann. Die wandert dann so hoch. Also vom Grundprinzip, ja, das gibt es relativ viel. Also vielleicht auch da, ich bin der Teil. Also der Taktik. Machen Sie einfach mal die Schultern kreisen. Das kannst du auch wieder mitmachen, das schaffst Jawohl. Du. So, vielleicht blenden Sie uns beide nochmal ein. Der macht das gerade mit, der macht das ganz toll. Und jetzt machen wir noch was Intellektuelles mit beiden Schultern gegenläufig und andersrum. Und wenn Sie jetzt mal ganz kurz die Augen schließen und fühlen, da ist Blut, da gibt's was, ja, und auch merken, okay, da ist so ein Entspannungsmoment dahinter, dann sieht man, dass es so klitzekleine Übungen gibt und es gibt eine riesenbreite, ich mache mal den kleinen Werbeblock, wir schreiben gerade ein Buch für Übungen im Homeoffice, tatsächlich, was dann hoffentlich bald erscheinen kann, was eingeleitet wird mit Sport ist wie Spinat. Aber diese kleinen Übungen oder auch dann die mit dem Kollegen nicht immer telefonieren oder mit dem Computer, sondern vielleicht auch mal rübergehen, was ja auch fürs kollegiale Miteinander gut ist, oder die Treppen steigen. Also das sind alles so kleine Sachen, die man in den Alltag super einbauen kann und die dann auch genauso gut sind wie die Uhr, die sagt atmen. Meine tägliche Portion Sport gibt es immer auf dem Weg zur Arbeit. Wir haben natürlich einen Fahrstuhl und wir haben ein Treppenhaus und ich parke in der 5. Etage auf dem Parkdeck und arbeite in der 3. Etage in einem anderen Gebäude. Und das heißt für mich jeden Tag 5 Etagen runter, 3 Etagen rauf und wieder zurück. Das reicht natürlich nicht aus. Ich sehe gerade, Christiane hat sich noch mal gemeldet bei uns. Danke. Ja, nach Bewegung fühle ich mich wohl. Das Problem ist eben das Aufraffen. Ich weiß, es wäre gut, aber ganz oft kann ich mich nicht aufraffen. Da sind wir vielleicht bei dem Aspekt Motivationsdown und durch Fokussierung vielleicht, und wenn es nur eine Atemtechnik ist, wo man auch sagt, dazu finde ich mich wieder zurecht, ist auch hilfreich. Total. Vielleicht auch, Christiane, dass Sie sich einen Plan machen. Also es gibt ja so Tricks, dass man die Turnschuhe raushält oder was du vorhin gesagt hast, einfach den Wecker ein bisschen früher stellen. Was soll man denn sonst mit der Sache machen? Sonst muss man ja noch eine Tasse Kaffee vielleicht mehr trinken. Also man könnte dann tatsächlich auch mal rausgehen. Was wir in der Pandemie noch mal deutlicher gelernt haben als sonst vielleicht, ist dieses Thema Struktur und Alltagsstruktur. Das heißt, Christiane, Sie könnten sich jetzt mal überlegen, okay, wie sieht mein Alltag so aus? Wo kann ich Bewegung unterbringen? Das empfehle ich übrigens tatsächlich auch beim Gewicht abnehmen, dass man da guckt, an welchen Tagen kann ich denn vielleicht mal Fastentage einlegen. Wenn ich weiß, das ist ein stressiger Tag, würde ich das anders machen als ein gechillter Tag. Und genauso kann man überlegen, wann passt denn für Sie die Bewegung? Was können Sie dann machen? Und gerade dieses, Sie wissen ja, dass es Ihnen gut tut. Das heißt, Sie haben schon ganz viel Kompetenz da. Und da sich einfach zu überlegen, wann bringe ich die ein? Und wenn es nicht klappt, Christiane, dann ist das auch nicht schlimm. Keiner stirbt von heute auf morgen am Bewegungsmangel. Aber dass Sie einfach sich so eine Struktur machen und sagen, okay, ich könnte das machen. Und sich danach vielleicht mit irgendwas belohnen, was nicht Essen sein sollte, sondern vielleicht shoppen gehen oder wieder rausgehen oder Freunde treffen oder sie verabreden sich eben auch mit Freunden. Also ich habe so zwei Freundinnen, wir nennen das immer therapeutisches Hoppeln, dass wir uns am Wochenende morgens treffen und wir trauen uns nicht untereinander abzusagen. Das gibt richtig Stress. Und von daher, das machen wir seit, ich glaube, 15, 20 Jahren. Und die mit den meisten Eheproblemen muss immer in die Mitte. So ist so der Deal, sage ich mal. Und dementsprechend ist das gar nicht so sehr Sport, sondern wirklich Austausch. Noch ein wichtiger Hinweis für alle, die vielleicht jetzt erst dazugeschaltet haben. All das, was wir heute besprechen, landet auch hinterher im Netz. Das heißt, wir können uns das in Ruhe noch einmal ansehen. Auch den Big Talk von davor. Es ging nämlich beim letzten Big Talk auch um Ernährung. Ein wesentlicher Aspekt, den wir heute nicht nochmal aufgreifen wollen. Aber vielleicht der Hinweis, auch die Ernährung ist natürlich wichtig. Beim Sport eben nicht zu sagen, ich bin jetzt 5 Kilometer gelaufen, prima. Und jetzt kommt die Tiefkühlpizza in den Ofen. Das nur am Rande. Da kommen noch weitere Fragen rein, wie ich gerade sehe. Vanessa fragt, obwohl ich weiß, dass mir Sport gut tut und mich über die Veränderung freue, fitter und fester zu werden, fehlt mir dennoch immer wieder die Motivation, mich aufzuraffen. Gibt es hierfür einen Motivationstipp? Das deckt sich gerade mit der Frage zuvor ein bisschen mit Christiane. Petra schreibt dazu, Petra hat Arthrose und nach dem Sport starke Schmerzen in den Beinen, obwohl sie auch physiotherapeutisch betreut wird. Ganz kurz zu Vanessa, da greifen wir nochmal auf. Also das hatten wir gerade gemacht mit der Motivation.
Vielleicht, wenn du jetzt erst oder wenn Sie jetzt erst dazugeschaltet haben, nochmal zurückspulen hinterher, den Part nochmal hören, was die Motivation angeht. Die vielleicht auch eine eigene Hoppelgruppe gründen, wo der eine den anderen anruft, um zu sagen, so, wir laufen jetzt, kostet es, was es wolle, egal wie das Wetter wird. Das hilft gerade im Fitnessbereich, wenn man jemanden hat, der einen nicht bremst. Echt, du willst bei dem Wetter jetzt noch laufen gehen? Das muss ich mir zu Hause manchmal anhören. Das hilft nicht. Am besten Ohren zu und raus und keine Ausrede suchen, sondern einfach machen. Und hinterher fühle ich mich zumindest immer besser. Kommen wir auf die Arthrose zu sprechen und auf die Schmerzen. Was kann Petra vielleicht anders machen oder beobachten? Petra, dann kommt auf die Sportart an. Also gerade bei so Kniebeschwerden und Gelenkbeschwerden ist Wasser natürlich total gut. Also dass man Wassergymnastik macht oder da werden einfach auch die Gelenke entlastet, weil man das vom Gewicht her runtergeht. Das wäre eine Möglichkeit. Oder tatsächlich gucken, ob es nicht andere Übungen gibt. Also es gibt häufig in Fitnessstudios ja auch diese Drehkurbelergometer, wo man mit den Armen arbeiten kann. Das ist muskulär auch gut. Und wir haben hinter dem Sport immer einen gesundheitlichen Ganzkörpereffekt. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, dass ich auch den Muskel bewegen muss, der da über dem Bein sitzt sozusagen, sondern dass ich tatsächlich über diese Art und Weise auch was mache und dann guckt, was macht das und die Übungen vielleicht auch entsprechend anpasst. Oder was ich vorhin schon sagte mit den Theraband-Übungen, das geht, oder mit den Gummiband-Übungen, das geht eben entsprechend auch, dass man so kleine Übungen macht, die vielleicht nicht schmerzen. Und man sollte eben, wenn es wirklich mehr wird, Petra, dann ist es auch ein Zeichen, dann ist das in der Form nicht gut. Ja. Es ist wahrscheinlich auch relevant zu wissen, hat Petra jetzt leider nicht geschrieben, welche Sportart sie betreibt. Gibt es denn da aus medizinischer Sicht auch die Erkenntnis, ja ganz klar, dein Körperbau oder vielleicht Vorerkrankung, da ist Fahrradfahren das Schlimmste, was du machen kannst. Ja. Es gibt ja auch beim Fahrradfahren unterschiedliche Fahrräder, es gibt die Sitzfahrräder, du hast das Ergometer im Fitnessstudio erwähnt. Schwimmen ist natürlich eine Entlastung für den Körper, weil das Gewicht getragen wird durch das Wasser. Ist denn das im Umkehrschluss bedeutet, dass das Schwimmen immer die richtige Maßnahme ist, um zum Sport zu kommen? Nein, weil die richtige ist die man macht und machen kann. Und beim Schwimmen ist, ich sage jetzt mal, ein Nachteil, und bitte mich draußen nicht falsch verstehen, wenn ich da sage, dass wir brauchen bei Osteoporose beispielsweise den Zug am Knochen, und da muss auch die Erschütterung des Knochens da sein. Das heißt also, beim Laufen erschüttert das ja auf dem Boden oder erschüttert der Knochen durch den Lauf selber. Und das passiert beim Schwimmen beispielsweise nicht so sehr. Das heißt also, bei Osteoporose oder zur Verbesserung der Knochendichte ist Schwimmen beispielsweise gar nicht so gut. Also von daher kommt Schwimmen bei diesen übergewichtigen Kindern oder wir sehen dann auch viele Erwachsene, da ist viel Scham dabei, weil im Schwimmbad sieht man eben auch alles. Also von daher muss man eben auch da gucken, es ist nicht alles richtig. Dementsprechend muss man gucken, was Petra gerne macht. Da kommt und gerade was die eben Ergänzung. Passt. Petra schreibt, Wasser geht bei ihr nicht wegen Herzrhythmusstörungen. Ja. Sie macht Gerätetraining im Physiostudio. Ganz kurz für mich zum Verständnis, Herzrhythmusstörung und Wasser, wie wirkt das gegeneinander? Also ja, kommt ein bisschen drauf an, was das für Rhythmusstörungen sind. Das ist in der Regel, hat wahrscheinlich auch Petra das, also ich denke, Sie haben das kardiologisch abgeklärt, dass das für Sie nicht gut ist. Wasser drückt, auch macht nochmal so einen ganz anderen Druck auf den Körper. Und was man merkt, kannst du mal selber ausprobieren, wenn du das nächste Mal im Schwimmbad bist und dann mal deinen Puls fühlst, dass er ein bisschen runtergeht. Hm. Ja? Und das heißt, es kann sein, dass eben bestimmte Rhythmusstörungen, dass der Kardiologe dann sagt, damit gehst du lieber nicht ins Wasser. Oder was eben auch lange Jahre in der Sportmedizin mal untersucht ist, wie ist denn der Wechsel heiß-kalt, Sauna und dann kaltes Wasser beispielsweise. Das ist so ein Adrenalinkick dann auch nochmal fürs Herz und dann kann das eben auch mal stolpern. Muss man halt abklären, wie gefährlich das ist. Aber da sind wir nochmal beim Thema sportmedizinische Vorsorgeuntersuchung. Aber das, Petra, was Sie machen mit Gerätetraining im Physiostudio, das ist super und ich hoffe, dass Ihnen das auch hilft gegen Ihre Beschwerden. Das ist noch eine vielleicht abschließende Frage zum Thema, wie gehe ich richtig mit Sport um? Wir starten wahrscheinlich alle in erster Linie mit Lauftraining, weil Laufen so unkompliziert ist. Ich brauche, abgesehen von vernünftigen Laufschuhen, kein weiteres Equipment. Irgendwann werde ich feststellen, dass der Baumwollpulli ungeeignet ist und werde mir anderes Equipment zulegen. Spricht denn aus medizinischer Sicht grundsätzlich etwas gegen Laufen als erst
Kontakt mit dem Sport oder sogar gibt es Argumente, die dafür sprechen? Gar nicht. Also es ist eine super Sportart. Ich hoppel eher selber. Man merkt aber, dass du gerne läufst. Und das mag eben auch nicht jeder. Das heißt, manche denken, ich muss den Einstieg darüber haben. Und das ist das, was ich Ihnen draußen auch nochmal mitgeben will. Sport ist so vielfältig oder Bewegung ist so vielfältig. Tanzen Sie, machen Sie Yoga, machen Sie Tai Chi, suchen Sie sich das aus und gucken, wo Sie sich wohlfühlen. Und wenn Ihnen Sport auch im Laufform Spaß macht und Sie sich meiner therapeutischen Hoppelgruppe anschließen, dürfen Sie das gerne tun. Oder wenn Sie 10, 15, 20 Kilometer laufen wollen, dann eben auch hier. Aber theoretisch ist es eigentlich so, es ist alles möglich und es spricht überhaupt nichts gegen Laufen. Aber es sollte auch nicht immer das Gefühl entstehen, ich muss das jetzt machen. Markus stellt auch gerade eine Frage bei uns im Chat. Das gilt übrigens für jeden, der noch dazugeschaltet ist. Schnell noch die ein oder andere Frage an uns, bevor unsere Sendezeit vorüber ist. Markus fragt, meine Frau hat chronische Schmerzen, Endometriose. Wie kann sie sich motivieren? Gibt es da einen Tipp oder Hilfe, nicht so viele Schmerzen zu haben? Das ist natürlich jetzt ein gynäkologisches Thema, nochmal mit der Endometriose. Das muss einfach da noch mit der Gynäkologin nochmal besprochen werden, was ist drin und dann einfach auch nochmal, was verstärkt es die Beschwerden oder verstärkt es nicht. Es klingt ja, Markus, bei Ihnen gerade, als wenn die Beschwerden eher mehr werden unter Belastung. Das ist ganz, ganz schwierig, ohne dass ich Sie jetzt kenne, dass ich mit Ihrer Frau mal gesprochen habe, das zu eruieren. Da gibt es eben nicht one fits all, sondern da würde ich tatsächlich nochmal mit der Gynäkologin, dem Gynäkologen sprechen. Möglicherweise auch da gibt es Sportmediziner, die sich damit auskennen, da nochmal nachgucken und vielleicht da auch nochmal eben mit Physiotherapeuten sprechen oder sowas, was kann man da machen? Ne? Ja. Also da kann ich leider, Markus, keine konkretere Antwort geben. Ich hoffe, dass es besser wird mit mehr Sport. Bevor wir gleich vielleicht nochmal mit dem Herrn Bäumer darüber sprechen, welche Unterstützung es seitens der BIC direkt gesund gibt. Vielleicht nochmal die Frage, du hast ursprünglich auch gesagt oder eingangs gesagt, Yoga ist auch eine Form der Entspannung. Ja. Es gibt Online-Kurse, es gibt auch Online-Videos. Das ist immer so dieses, ich kenne das bei Heimwerker-Videos. Kann ich da viel falsch machen oder kann ich mir das ansehen und zumindest erstmal vom Grundgedanken her mitbekommen, schaffe ich das, ohne mich doof zu fühlen, ohne dass mein Partner mich auslacht, die aufgehende Sonne zu biegen, zu tanzen und bringt das schon was? Ich fühle mich gerade so ertappt, weil ich immer, normalerweise sage ich, anstatt herabschauen auf Hund, das ist viel schlimmer. Vielleicht wäre das, Markus, was für Ihre Frau auch, weil Yoga natürlich viel auch mit Anspannung, Entspannung zu tun hat. Nur ist es beim Yoga auch so, habe ich mir sagen lassen, dass es alle möglichen Formen des Yogas gibt, von Hot-Yoga bis zu, und dass man da eben nochmal guckt, wie wähle ich den Einstieg. Aber gerade diese Atemtechnik dahinter sind auch gerade bei Schmerztherapeuten oder bei Schmerzpatienten wichtig, weil man ja da auch noch mal viel Ruhe sozusagen reinbringt und möglicherweise wäre das tatsächlich was Ihre Frau gut machen kann. War noch ein guter Hinweis, ja. Vielen Dank. Weil ich so viel Ahnung von Sport habe, deswegen. Ja, ja. Herr Breukmann stellt noch gerade eine etwas andere Frage, wie er selbst formuliert. Wenn ich Liegestützen mache, habe ich schnell einen Schmerz im linken Handgelenk. Woran liegt das? Ist jetzt wahrscheinlich so, mein Auto macht Geräusche, was ist kaputt? Herr Breukmann, ganz schwierig zu beantworten, weil man müsste jetzt also einmal auf die Ausführungsform gucken, kann ja sein, dass die Ausübungsform, dass Sie irgendwie, oder vielleicht haben Sie eine alte Verletzung da, die einfach zu sehr belastet wird. Also das ist tatsächlich eine Frage, die Sie nochmal mit Ihrem Hausarzt, Ihrer Hausärztin klären sollten, vielleicht auch orthopädisch abklären sollten und gucken, ob das Liegestütz auf dem Boden ist. Es gibt auch diese Form, dass man Liegestütz an die Wand macht. Da lastet dann nicht so viel Gewicht auf den Handgelenken. Also das könnten Sie mal ausprobieren, ob das für Sie besser ist. Hat natürlich nochmal einen ganz anderen Effekt dahinter. Das wäre aber heute viel geturnt hier. Ist das denn auch etwas, was du erstmal empfehlen würdest? Erstmal mit Bordmitteln Liegestütz an der Wand, den eigenen Körper als Gewicht zu nehmen für manche Übungen, bevor ich jetzt ins nächste Sportgeschäft gehe, mir die Hantelbank hole und sage, so, das ist jetzt mein Sportkeller, ich richte mir den jetzt ein? Also das würde ich sowieso erstmal ausprobieren, ob ich den dann wirklich nutze, weil diese verschimmelten Fahrradergometer, die so vom Wohnzimmer, vom Fernseher immer weiter wandern, über Schlafzimmer in den Keller, dann in die Garage, das ist ja so ganz gerne genommen. Vom eigenen Körpergewicht raten wir nicht immer zu. Das haben wir früher gemacht, ja, tatsächlich, weil aber die Welt immer schwerer wird.
ja, sage ich mal, und die Prävalenz, also das Auftreten von Übergewicht und extremem Übergewicht sehr viel mehr geworden ist, muss man eben gucken, wem rät man da, das eigene Körpergewicht einzusetzen. Manchmal ist es ein Vorteil, manchmal eben auch nicht, so dass ich da Ihnen draußen nur raten kann, probieren Sie einfach aus, was für Sie gut ist. Wenn Beschwerden auftreten, nochmal gucken, ist die Ausführung richtig oder machen Sie dann eben auch eine entsprechende sportmedizinische Vorsorgeuntersuchung. Das ist sicherlich eine gute Sache, um solche Fragen dann auch mal loszuwerden. Und da an der Stelle, da hole ich dann tatsächlich nochmal den Markus Bäumer zu uns ins Studio, dass wir noch einmal darüber sprechen können. Gerade all diese Sachen, die wir ausprobieren können, diese Bereiche, wo wir üben können, wo wir eben sagen, Mensch, das kostet aber Geld. Gerade da ist die BIK direkt gesund, die richtige Krankenkasse, die genau da nämlich eingreift und sagt, wir unterstützen auch ganz, ganz viel pro Jahr. Welche Bereiche sind denn da, wo Sie wirklich sagen können, Mensch, frag doch einfach mal nach, das haben wir alles mit abgedeckt. Ja, also ich kann nur empfehlen, natürlich auf unsere Website zu gehen und sich zu informieren, dort nachzuschauen. Und Sie haben eben ja sehr schön die Bedeutung der sportmedizinischen Vorsorgeuntersuchung betont. Und da beteiligen wir uns auch alle 2 Jahre mit bis zu 300 Euro dran und sind da ganz weit vorne im Kassenvergleich. Das bedeutet aber, ich muss jetzt nicht unbedingt sofort einen Kurs haben, der 300 Euro kostet, sondern meistens sind die Kurse sogar günstiger, die da sind. Aber wenn es mal teurer wäre, kann ich diese 300 Euro ausschöpfen. Ganz genau. Also die sportmedizinische Vorsorgeuntersuchung ist ja gerade dann wichtig, wenn ich jetzt sage, ich will anfangen und doch intensiver laufen gehen. Und eigentlich fühle ich mich fit, aber ich bin jetzt Mitte 50, also lasse ich mich vorher mal durchchecken, ob auch wirklich alles in Ordnung ist oder ob ich auf irgendwas speziell achten muss, kardiologisch, also im Herzen Probleme, Herz-Kreislauf oder aber auch beispielsweise an meinem Muskel-Skelettaufbau irgendwas beachtet werden muss, dann kann ich da beruhigter unter die Last gehen dann und den Sport beginnen. Und auch wenn wir jetzt alle nach dieser Sendung gerne uns bei Professor Dr. Dr. Christine Joosten anmelden würden, um da die Kurse zu absolvieren, geben Sie auf der BIK-Internetseite auch anraten, wo ich mich informieren kann, an wen ich mich wenden kann? Absolut. Also wir haben auch da Präventionskurse, das sind qualitätsgesicherte Kurse und da wird Bewegung, Ernährung zum Beispiel behandelt, auch Yoga, das ist ja auch gefragt worden im Chat, Rückenschule, da haben wir einen Zuschuss bis zu 240 Euro im Jahr für die Präventionskurse. Wie sieht es aus im Verein? Da gibt es auch bei der BIK Unterstützung, wenn es beispielsweise darum geht, dass ich nicht nur als Individuum, als Einzelperson mich informieren möchte? Ja, da haben wir ein ganz interessantes Angebot, das nennen wir die BIK Family Games. Und da ist also wirklich jede Menge los und das können Vereine durchführen, können sich mit uns in Verbindung setzen und dann unterstützen wir sportliche kurzweilige Familienevents, die die Vereine dann selber durchführen. Wir stellen aber Materialien, die Urkunden und begleiten dieses Event. Und ich habe schon viele sehr positive Rückmeldungen von Vereinen bekommen, die da eben ja, sehr kindgerecht, sehr familiengerecht dann die sportlichen Übungen rund um Laufen, um Werfübungen, Koordination, Springen, Hoppeln, alles das passiert dann da und sehr niederschwellig, also das macht einfach Spaß dann. Ich werde das gleich mal online probieren, in der Suchmaske bei der BIK direkt nach Hoppeln suchen und gucken, ob ich da was finde. Und wenn nicht, wird das definitiv diese Woche neu eingepflegt. Ja. Ich hoffe, wir haben ganz, ganz viele Fragen klären können im Gespräch, auch in unserem Livestream. Gerade der Fall, dass wir, wenn Sie das ein oder andere verpasst haben sollten, vor dem Bildschirm zu Hause, das Ganze ist auch hinterher nochmal im Netz zum Nachhören und Nachlesen, Nachsehen mit den Fragen, die gestellt worden sind. Und ansonsten gibt es auch die Kundenhotline der BIK, die gerne Rede und Antwort steht, die dann eben auch Fragen beantworten kann, die wir heute vielleicht übersehen haben, obwohl wir so viel über Sport geredet haben. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke Professor Dr. Dr. Christine Joosten für ihren Besuch hier im BIK Talk und überlasse die abschließenden Worte Markus Bäumer, dem stellvertretenden Vorsitzenden der BIK direkt gesund. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Danke, Herr Hendricks. Vielen Dank, Frau Professor Joosten. Also auch für mich war es wirklich eine sehr kurzweilige, informative Sendung und ich habe es wirklich genossen. Ich kann nur sagen an Sie beide ganz herzlichen Dank. Das war ein toller Big Talk und ich freue mich schon auf den nächsten. Seien Sie auch da dabei. Schönen Abend noch.